Ja, das sind zum Beispiel bei einer Frau die Sonnenstrahlen einer Frau. Aber seht ihr mal, wie das Auge schon geliftet ist. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es einmal wieder um das Beantworten einer Frage. Und zwar, wie kaschiere ich dunkle Augenringe? Naja, das ist ganz gut, weil ich habe Heuschnupfen, wie ihr seht. Der Schlaf und so weiter lässt zu wünschen übrig und darum habe ich natürlich auch Augenschatten, natürlich keine dunkle, ich habe hier eine Pigmentstörung, das sind helle Augenschatten. Nichtsdestotrotz gebe ich dir jetzt einen Tipp für dunkle Augenschatten, denn da kannst du auf ein Produkt achten von der Farbauswahl, welches leicht bläuliche Augenschatten neutralisiert und mehr Frische in deine Augen reinbringt. Und zwar kannst du mal darauf achten, dass du bei der Produktauswahl schaust, dass du eine Farbe verwendest, da gibt es Cover Creams, Concealer und so weiter. Das ist quasi so eher so eine Richtung Cover Cream, ein stärker pigmentiertes Produkt, welches du, also das ist ein Korrekturprodukt sozusagen, eine Farbkorrektur, wo eben gegen bläulich dunkle unterlaufende Augenschatten wirkt. Es neutralisiert. Peach, ja, so ein bisschen ins, ja, orangene, peachige, pfirsichfarbene Nuance. So, ja, das kannst du sehr gut verwenden. Und zwar gehst du da damit hin erstmal und es kommt aber ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt gleich, ja. Und nimmst die Farbe mit diesem leicht peachigen Unterton und gehst damit unter deine Augen. Ja, das hält natürlich die Augenpartie erstmal schön auf. Und das Peach wirkt es aber auch nicht wie Pfirsich unter den Augen, sondern im Prinzip, ja, neutralisiert es halt einfach nur den Blaustich etwas mehr unter den Augen und dadurch wirkt die Augenpartie natürlich wesentlich strahlender und frischer. Ich gehe da immer noch ein bisschen hin und hell mir gleich auch nur die komplette T-Zone auf. Das sorgt einfach, ja, für eine strahlendere Augenpartie. Jedoch, ja, mit schön wenig Produkt erstmal das Ganze bearbeiten, mit schön wenig Produkt vorgehen und ich erkläre dir jetzt auch gleich warum. Denn was für ein Problem haben wir alle im Laufe des Alters? Ja, das sind zum Beispiel bei einer Frau die Sonnenstrahlen einer Frau. Das ist ganz normal. Ja, wir alle werden nicht jünger, wir alle werden ein bisschen älter, die Erdanziehungskraft wird stärker, die Fältchen werden mehr und darum müssen wir natürlich darauf achten, dass wenn wir etwas kaschieren, das Ganze mit so wenig Produkt wie möglich machen. Aber seht ihr mal, wie das Auge schon geliftet ist. Mit so wenig Produkt wie möglich. Das heißt, hast du dunkle Augenschatten und du brauchst ein Produkt oder etwas, wo du eine starke Deckkraft hervorrufst, dann solltest du auf ein Produkt zurückgreifen, welches eine hohe Farbdichte hat. Somit, dass du mit wenig Produkt schon zu einem schönen und ebenmäßigen Ergebnis kommst. Es wird also nichts bringen, wenn du es zum Beispiel einen klassischen Concealer nimmst, in einer leichten Textur, der aber dann eben so einen Peach-Ton hat, du aber viel zu viel brauchst, weil zu wenig Farbpigmente drin sind, dann natürlich eben, sieht zwar schön aus, aber nach einer Stunde mit Lachen und ja, setzt sich alles schön in dein Mimikfältchen ab und im Prinzip es sieht schlimmer aus wie vorher. Darum, ja, erstmal drauf achten, also bei dunklen Augenringe empfehle ich dir einen peachfarbenen Ton, ja, so einen Pfirsichfarbton, der neutralisiert bläuliche Stiche sozusagen unterm Auge. Das macht schon mal mehr Frische, bringt mehr Frische ins Gesicht. Dann solltest du darauf achten, dass du eine hohe Farbdichte hast, also ein Produkt, welches eine sehr starke und hohe Deckkraft hat. Das sind oftmals eben solche Korrekturprodukte, Camouflage, Abdeckcremes, also alles, was zäh, dick und pastig ist. Und dann solltest du aber davon sehr wenig verwenden, weil du dadurch auch sehr wenig verwenden kannst, weil es hat ja eine hohe Farbdichte. So, ja. Und dann kannst du damit schön unter deinen Augen gehen und deine blau unterlaufenden Augenschatten, ja, die dunklen Augenschatten, sehr schön aufhellen, sehr schön hervorheben. Und dann hast du eine geliftete und strahlende Augenpartie. Das war es einer, falls dich interessiert. Der ist es von Bobby Brown. Der nennt sich Korrekteur und die Farbe heißt Biscuit. Muss mal gucken, ob es hier noch gibt. Aber auf jeden Fall habe ich schon lange. Siehst du ja, so leicht peachiger Farbton eignet sich sehr gut bei dunklen Augenschatten. Bis zum nächsten Video. Rock the Make-up. Bei Fragen gerne in die Kommentare. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und bis bald.